Hallo zusammen. Wir wollen gemeinsam wieder ein Athletikprogramm absolvieren. Geht wieder um den Bereich Kräftigung. Ich habe heute wieder ein kleines Gimmick, ein kleines Spielzeug für die Übungen dabei. Heute ein Miniband. Die gibt es ja von verschiedenen Herstellern in verschiedenen bunten Farben. Das heißt, da sind wir schon mal gleich beim ersten Thema. Ihr müsst wieder ein Stück weit selbst steuern, wie anstrengend das Ganze für euch wird. Denn es gibt die ganzen Bänder natürlich verschiedenen Stärken. Heißt, in verschiedenen Widerstandsstärken. Ich kenne es so, dass meistens die dunkleren Bänder meistens diejenigen sind, die am straffsten sind. Das heißt, ihr seht schon, ich mache es mir heute ein kleines bisschen leichter, um es euch wirklich gut vormachen zu können, und habe ein grünes dabei. Dieses Band werden wir für jede Übung brauchen. Das heißt, mehr brauchen wir aber auch nicht. Heißt, das Schöne ist auch wieder, ihr braucht nicht mehr als 2x2 Meter in eurem Zimmer und so ein Band. Ihr könnt auch mit diesem Band wieder nach draußen gehen, ins Freie. Ihr könnt das eigentlich überall machen und seid auf nichts angewiesen. Das heißt, ein schönes Programm für jeden Ort, wo auch immer ihr das Programm absolvieren möchtet. Wie die letzten Male habe ich schon erzählt, wann machen wir solche Kräftigungsprogramme am besten, wie oft macht man das am besten. Natürlich sollte ein Athletikprogramm für jeden Sportler, für jeden Fußballer ein Stück weit eine Regelmäßigkeit auch haben. Jetzt während des Lockdowns oder während wir nicht auf die Plätze können, darf es ruhig auch schon mal im Bereich Kräftigung ein bisschen mehr als vielleicht unter der Fußballwoche sein, weil wir die Zeit einfach erstens nutzen können, ohne auf ein Spiel am Wochenende Rücksicht nehmen zu müssen. Und zum anderen können wir ja aktuell wahrscheinlich die meisten von euch nicht so viel auf den Fußballplatz. Das heißt, auch da sollten wir keine Schwierigkeiten bekommen. Solange wir auch Übungen machen, wie vor ein oder zwei Wochen haben wir schon ein Programm gemacht ohne Geräte oder auch in diesem Miniband, sind das immer Übungen, die mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Körpergewicht funktionieren. Das heißt, das ist von der Belastung her auch überschaubar. Da werden wir nicht viel kaputt machen können und ihr solltet eigentlich jetzt auch nicht einen solchen Muskelkater davon haben, dass am nächsten Tag kein Training möglich ist. Das heißt, ihr seht, das Programm kann ich relativ flexibel mit einbauen in mein Trainingsprogramm. Wenn ihr ein Schnelligkeitsprogramm zum Beispiel machen wollt oder ein Techniktraining, dann macht es immer Sinn, das vorne wegzuschalten, weil wir bei der Kräftigungsübung nicht angewiesen sind auf schnellkräftige Aktionen, auf höchste Konzentration, sage ich jetzt mal. Die brauchen wir dann eher für die Schnelligkeit oder für das Techniktraining. Wie ist es mit dem Thema Aufwärmen? Auch da ist es so, dadurch, dass wir jetzt nicht sofort in die Vollen gehen und hier auch keine Bewegungen passieren, die ein hohes Verletzungsrisiko haben, müsst ihr euch hier nicht wahnsinnig lange aufwärmen. Was auf jeden Fall Sinn macht, ist, sich kurz vorher auch ein bisschen zu bewegen und sei es nur ein bisschen was Koordinatives zu tun. Vielleicht eines unserer Andehnprogramme, die der Michi euch ja auch schon mal vorgestellt hat, vielleicht kurz vorne wegzuschalten. Da geht es aber eher darum, den Körper einfach nur ein bisschen hochzufahren, um nicht aus dem Sitzen raus oder aus dem Liegen raus aufzustehen und sofort in ein Kräftigungsprogramm reinzustarten. Das ist dann einfach Stress für den Körper. Und wenn ich den vorher 5 Minuten mal darauf vorbereite, dass ich jetzt gleich in eine Belastung gehe, dann ist das auf jeden Fall gesünder. Gut, auch heute wieder. Die schon die letzten 2 Programme mit mir gemacht haben, die kennen das Muster schon. Wir bleiben dem ja auch erstmal noch treu. Heißt, wir machen wieder 6 Übungen, versuchen mit den 6 Übungen möglichst den ganzen Körper und alle relevanten Partien abzudecken. Machen das Ganze auch wieder in diesem Intervallsystem, dass wir versuchen 45 bis 60 Sekunden, je nachdem wie fit ihr schon seid, die Übung zu absolvieren, dann in etwa die gleiche Zeit Pause zu machen, diese 6 Übungen als einen Durchgang dann aber am Stück zu absolvieren und dann zwischen den Sätzen 2 bis 3 Minuten Pause zu machen. Insgesamt wollen wir also 3 solche Runden machen. Ihr kommt also dann auf gut 40 Minuten, wenn ihr ein reines Kräftigungsprogramm mit dem Miniband mit mir machen wollt. Gut. Ich würde sagen, wir legen los. Unsere erste Übung. Wir nehmen das Band um die Füße herum und zwar wirklich nur um den Fuß unten. Das heißt ungefähr die Mitte von den Füßen nehmen wir das Band, gehen dann in eine in den Langarmstütz quasi. Die erste Übung, die wir machen wollen, ist für den Rumpf. Immer ein guter Start ins Kräftigungsprogramm. Ich zumindest persönlich habe die Erfahrung gemacht, ich fühle mich dann richtig gut, weil ich so ein bisschen Spannung schon mal im Körper habe. Und es fühlt sich dann leichter an, danach in den Oberkörper oder in die Füße reinzugehen. Wir gehen jetzt also in den Langarmstütz, haben das Band zwischen den Füßen, wir halten es auch direkt auf Spannung. Wir schauen wieder beim Langarmstütz, dass die Hände wirklich unter den Schultern sind.
Die Füße, wie gesagt, so dass das Band auf Spannung bleibt. Und jetzt gehen wir im Wechsel mit dem Knie nach vorne an den Ellbogen. Das Ganze erstmal kontrolliert. Das soll kein schnelles Laufen sein, weil was nicht passieren soll, ist, wir wollen hier nicht durchhängen und wir wollen auch wirklich, dass eine kontrollierte Bewegung stattfindet. Immer im Wechsel ziehen wir dann das Knie nach oben und sollten dadurch dann schön Spannung hier auf dem Rumpf haben, auf dem Bauch haben. Gleichzeitig sind wir mit dem ganzen Körper am Arbeiten. Also eine schöne Übung, um in so ein Programm reinzustarten. Gut, Übung Nummer 2. Wir haben jetzt den Rumpf so ein bisschen schon mal in der ersten Runde dabei gehabt. Jetzt nehmen wir das Band wirklich um die Handgelenke bzw. ein bisschen weiter um den Unterarm. Wollen jetzt in eine Liegestützposition gehen. Das heißt, jetzt werden wir erstmal hier schon mal echt Spannung draufbringen müssen, damit wir das Ganze überhaupt halten können. Gehen in eine Liegestützposition, machen jetzt immer eine Liegestütze, drücken uns wieder nach oben, gehen einen Schritt nach rechts mit den Füßen hinterher, einen Schritt nach links mit den Füßen hinterher und dann in die nächste Liegestütze. Wichtig dabei, das Band bleibt immer auf Spannung. Wo ist der große Unterschied zur normalen Liegestütze? Zum einen werdet ihr merken, allein das Band unten auf Spannung zu halten, ist schon mal für die Arme und den Schultergürtel eine höhere Belastung. Und das seitliche Gehen tut uns auch ganz gut für unsere Schultern. Ist ja ein Bereich, der gerade beim Fußballer sehr wenig trainiert wird und wo es dann doch immer wieder mal Verletzungen auch gibt, weil man natürlich oft erstens auf die Schulter auch stürzt und zum anderen auch immer wieder beim Schießen ja in Ausholbewegungen, in Kopfballduellen das Ganze dabei hat. Da schadet es also nicht, wenn wir die mal in so einer Übung auch ein Stück weit mit dabei haben. Gut, Übung Nummer 3. Wir machen eine Übung für den Rücken. Hierzu das Band wieder um den Fuß vorne rum. Jetzt gehen wir aber eben auf ein Knie. Ihr seht schon, wie ich jetzt gerade hier sitze. Die Übung ist insofern sehr schön. Die kennt ihr vielleicht auch unter der Bezeichnung Rudern in verschiedenen Varianten. Eine Übung, die wir sehr schlecht sonst ohne Fitnessstudio, ohne Gerätschaften reinbekommen. Wichtig ist hier nur, dass wir wieder zwischen Bein und Oberkörper hier eine schöne Linie haben. Der Fuß vor uns in etwa 90 Grad. Und dann greifen wir nach dem Band, gehen dann hier in eine möglichst gerade Position. Schauen auch, dass die Schultern hier nicht schief sind, sondern wirklich gerade nach vorne zeigen. Und jetzt ziehen wir mit den Ellbogen nah am Körper vorbei, nach hinten das Band durch und lassen es wieder los. Das Einzige, was hier also sich wirklich bewegen soll, ist dann der Arm, die Schultern dann am Ende in der Position möglichst gerade, die Brust aufrecht. Hier dann wieder aufpassen, das ist eine Übung, die jetzt nur für eine Seite gerade ist, nämlich nur für die rechte in meinem Fall. Das heißt, hier müsst ihr dann nach der Hälfte der Zeit ganz kurz und schnell die Seite wechseln, das linke Bein nach vorne und dann mit links weiterarbeiten. Ihr könnt euch da ja auch 5 Sekunden Pause dafür gönnen, sage ich jetzt einfach mal, und die 5 Sekunden einfach hinten dranhängen, dass er 30 Sekunden je Seite wirklich in die Übung reinkommt. Gut, Übung Nummer 4. Wir machen etwas für unseren Rücken, eine Übung, die wir schon kennen, wo unser Band einfach nur mal eine zusätzliche Erschwernis sein soll oder eine kleine Unterstützung, je nachdem, wie man sieht. Und zwar wollen wir in unsere Bauchlage gehen, das kennen wir schon, hatten wir auch schon mal auf dem Hocker. Das heißt, wir wollen jetzt hier, Grundposition ist, die Bauchlage, die Arme gestreckt, die Zehenspitzen zum Boden und dann hätten wir jetzt eigentlich alle 4 Gliedmaßen vom Körper weggehoben. Dadurch ist schon mal automatisch Spannung auf dem Rücken. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, könnt auch je nach Durchgang wechseln, das Band entweder hier vorne an die Handgelenke nehmen, ähnlich wie bei unserer Liegestützübung und hier die Arme auseinanderhalten und die Füße hinten arbeiten lassen, vorne auf Spannung behalten. Dann würden wir hier vorne ein bisschen die Schultern wieder mit reinnehmen. Ihr könnt aber das Band auch hinten zwischen die Füße klemmen und könnt dadurch den Fokus ein Stück weit, also das Band habe ich jetzt hier knapp über den Knöcheln, könnt dann in die Position gehen und auch spannen und dann die Arme vorne mitbewegen oder auch gegengleich die Füße. Hier haben wir dann natürlich automatisch mehr Spannung auch auf dem Po, auf dem Gesäß, auf der Oberschenkelrückseite. Da könnt ihr also selbst entscheiden, ob ihr vielleicht auch nur eine Variante macht. Ihr könnt natürlich auch in der ersten Runde die eine Variante machen, in der zweiten Runde dann das Band wechseln. So habt ihr dann alles ein Stück weit mit abgedeckt. Hier ist ja nichts zu wechseln während der Übung, das heißt auch wieder 45 bis 60 Sekunden.
Gut, dann Übung Nummer 5. Wir gehen in Richtung Beine noch mehr, wollen jetzt aber eine Übung mit dem Band machen, wo wir auch schönerweise den Oberkörper insofern dabei haben, dass es auch auf den Rücken und auch für unsere Oberarme geht. Das heißt, eine schöne Übung eigentlich für den ganzen Körper insofern. Gehen in den Ausfallschritt. Ich knie mich mal kurz dazu ab, zum Erklären. Das heißt, ein Bein ist vorne. Dann wollen wir das Band eigentlich am Ende, wollen wir hier mit den Armen das Band so greifen, wie ihr es jetzt bei mir seht. Das heißt, hinterm Rücken über einen Arm oben, über den rechten in dem Fall, wenn das linke Bein vorne ist und den linken unten. Ich drehe mich mal für euch. Wer sich jetzt denkt, so wie es mir auch ging, ich komme ja hier schon fast nicht zusammen. Das Ganze funktioniert auch gut, wenn man es schon unten bereits in beide Hände nimmt und dann nach oben spannt. Jetzt wollen wir hier in diesen Ausfallschritt gehen. Knie geht aber weg vom Boden, das heißt, wir gehen hier in so eine Haltearbeit rein, wo wir auch das Gleichgewicht halten wollen. Der Oberkörper soll gerade sein und jetzt halten wir mit dem unteren Arm, halten wir das Band fest und der obere Arm streckt das Band nach oben weg. Unten halten wir einfach nur, sind stabil, machen das 30 Sekunden lang. Zur Hälfte der Übung wechseln wir wieder schnell die Füße und dann dadurch natürlich auch automatisch die Arme. Gehen auch wieder nach unten, gehen in eine saubere Position, halten das Ganze und wieder der linke Arm zieht nach oben, der rechte hält das Band einfach nur seitlich. Okay, wir sind bei Übung Nummer 6 angekommen, in unserer letzten Übung. Wir wollen noch was für die Oberschenkelrückseite tun. Dazu steigen wir in das Miniband rein und ziehen es bis knapp über die Knie, sodass es die Knie nicht stört, gehen dann in Rückenlage, setzen den Po so auf, dass wir hier ungefähr 90 Grad an den Knien haben, legen uns dann gerne nach hinten ab, können den Kopf auch komplett entspannen, wer möchte, kann die Arme auch seitlich legen oder neben dem Körper, spielt keine Rolle. Schauen jetzt, dass dieses Band auf Spannung ist, sodass wir hier auf jeden Fall schon mal die Abduktoren, den Po, die Außenseiten der Oberschenkel schon mal aktiv haben, drücken uns jetzt in die Brücke hoch, müssten jetzt hier Spannung auf den Oberschenkel merken, hinten auf dem Po, halten das Ganze einfach nur. Das würde jetzt für eine Anfängerübung, für eine Einsteigerübung auch schon genügen. Wer es jetzt noch schwieriger haben möchte, kann anfangen, ein Bein gestreckt wegzuheben, das Ganze zu halten, ohne dass das Band Spannung verliert und ohne dass der Po hier absackt. Also höchster Punkt halten, Fuß wegstrecken, das Ganze dann gerne auch im Wechsel, sodass wir das Ganze hier halten. Wer es noch schwerer möchte, kann dazu anfangen, dann seitlich am Band 2-3 Wiederholungen zu machen, Bein wegstrecken, Po hoch und seitlich rausarbeiten. Gut. Die Übung ist ja dann auch wieder für beide Seiten, wenn ihr sie im Wechsel macht. Das heißt, ihr müsst nichts tauschen während der Zeit und habt dann damit auch die sechste Übung absolviert. Damit sind wir auch schon durch mit unserem Programm für das Miniband. Natürlich gibt es da noch zig andere Übungen, die man da machen kann. Ich habe jetzt einfach mal ein paar rausgesucht, sodass wir den ganzen Körper abdecken, sodass dann vielleicht auch mal was Neues dabei ist. Viele Übungen kennen wir ja auch schon, wo wir dann im seitlichen Walk auch das Band verwenden. So kommt vielleicht nochmal was Neues rein, ein bisschen Abwechslung rein. Ihr könnt es natürlich, wie ich schon eingangs gesagt habe, jederzeit, jeder Ort kann man dieses Programm absolvieren. Wir können über die Bandstärke das Ganze für euch schwieriger machen. Ihr könnt es auch über die Zeiten schwieriger machen. Ihr könnt die Zeiten der Belastung auf 60 Sekunden lassen und könnt nur 30 Sekunden Pause machen, wenn ihr es intensiver haben wollt für den Kreislauf, für die Pumpe. Da könnt ihr also selber auch noch an diesen Schrauben drehen, um es für euch ein bisschen schwieriger zu machen. Ich glaube, damit habt ihr jetzt ein bisschen was zu tun, habt ein bisschen neues Programm dazu bekommen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, fleißig trainieren und wir sehen uns zu unserem nächsten gemeinsamen Athletikprogramm. Macht's gut, ciao.